Das erste Gruppenspiel bei dieser WM. Jetzt zählt nur noch die Leistung auf dem Rasen. Jetzt gilt's, es wird spannend. Gleich kann es hier losgehen. Hier im Allianz Stadium. Bleiben Sie dran. Ich begrüße Sie herzlich im Allianz Stadium, liebe Zuschauer. Willkommen zu diesem heutigen Spiel. Ihre Kommentatoren heißen Wolfuß und Frank Buschmann. Wir zeigen Ihnen heute das erste Gruppenspiel dieser Weltmeisterschaft. Und ich glaube, das wird sehr interessant. Alle wissen, hier ist eine Menge drin in dieser Partie. Gruppenspiel bei der WM. Beide hoffen, beide erwarten sich eine Menge. Beide wollen zeigen, dass man mit ihnen rechnen muss. So sieht die heutige Aufstellung aus. Schauen wir uns mal Ihre taktische Ausrichtung heute an. Wir sehen hier die 4-4-2-Formation vorne drin, also zwei Stürmer. Auf die wird es heute ganz besonders ankommen. Das ist die Aufstellung von Ecuador. Sie greifen zum konventionellen 4-3-3 mit Flügelspiel. Ja, Wolf, spannende Geschichte. Viel Betrieb im Sturm über Außen, du hast es angesprochen. Drei echte Stürmer sieht man auch nicht mehr ganz so oft. Abwarten. Durchgang 1, wir legen los mit diesem ersten WM-Gruppenspiel. Schiedsrichterin lässt weiterspielen. Vorteil. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Son. Das könnte gefährlich werden. Ist das die Möglichkeit? Wenn man sich so umhört, wer denn heute die entscheidenden Akzente setzen könnte, dann hört man immer wieder Jungmin Son. Naja, der ist im Abschluss immer wieder überragend. Da muss die Abwehr schon aufpassen. Einwurf jetzt. Sie machen Druck. Wird Einwurf geben. Da ist die Balleroberung. Und er gewinnt den Zweikampf. Sieht nicht gut aus bei ihm. Sie werden wohl wechseln müssen. Nee. Wird zurückgepfiffen. Abseits. Super dazwischen gegangen.
könnte die Gelegenheit geben. Die Riesenchance. Ah, wichtiges Tor, er macht die frühe Führung. Tor im 1 gegen 1, wunderbar gelöst. Sehen wir hier nochmal in der Wiederholung. Eiskalt, nervenstark. Und so ein Tor, das ist gar nicht mal so leicht. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Gute Grätsche. Sie haben den Ball. Guter Vorstoß. Kann was werden. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Gibt's das denn? Kein Tor. Das war natürlich eine Riesenchance, aber das war zu schwach. Den hält er. Da ist die Chance. Son. Und mit dem Tor sind sie nun mit 2 in vorne. Wir schauen uns nochmal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und dann ist es Jungmin Son. Das ist genau seine Entfernung. Halbdistanz, Kern abziehen, mit viel Power, mit ganz viel Auge. Da ist nichts zu halten. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Vielleicht sollten sie ihn runternehmen. Die Verletzung macht ihm wohl doch zu schaffen. Schussversuch. Ah, toll gehalten. Der kurze Eckball. Ja, gut gemacht bei diesem Block. Da gibt es schon wieder Eckstoß. Ecke kommt in die Mitte. Nicht einfach, sie müssen sich befreien. Sie haben sich nicht aufgegeben und schaffen hier den Anschluss. Was ist noch drin? Das war kein Glanzstück der Abwehr. Wir sehen es hier in der Wiederholung. Sie lassen ihnen da im Strafraum viel zu viel Raum und Zeit. Ja, und dann fällt das Tor. Aktueller Spielstand jetzt also 2-1. Jetzt wird's gefährlich. Jetzt hat er den Ball. Ja, das ist Pressing. Ball ist weg. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. So, weg ist der Ball. Sie stören früh und da haben sie Erfolg. Die Schiedsrichterin unterbricht die Partie. Nach dieser Verletzung sollen erstmal die Betreuer ausfällen.
Schiedsrichterball, weiter geht's. Ganz souverän hier vom Torhüter. Sie gehen dazwischen. Kollegen bieten sich an. Er kann den Ballbesitz nicht halten. So, und jetzt bin ich gespannt. Was macht die Schiedsrichterin? Ja, es gibt keine Karte. Aber eins ist klar, noch so eine Aktion und dann reicht eine Ermahnung nicht mehr aus. Da können Sie erst mal klären. Sie holen sich den Ball. Und er gewinnt den Zweikampf. Schöner Angriff. Nebenleute bieten sich an. Vielleicht die Schusschance. Die Fans sehen es genauso. Oh, das war knapp. Hat er eigentlich alles richtig gemacht? Ja, da wäre es fast passiert. Muss er versuchen. Das kann gefährlich werden. Sie bieten sich an. Den holt er sich mit einem guten Tackling. 2 Minuten bekommen wir hier Nachspielzeit. Das könnte vielleicht was werden. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Pausenpfiff. Die erste Hälfte ist hier im Albeit Stadium also zu Ende. Das könnte die Gelegenheit geben. WM-Gruppenspiel Nummer 1. Los geht's mit Durchgang 2. Ja, der Schuss jetzt. Das ist natürlich kein echtes Problem für Seung-Yu. Der Angriff jetzt, das machen sie gut. Aber dann ist der Ball weg. Sie machen also nichts aus dieser Szene. Das könnte die Gelegenheit geben. Dreierpack, was für eine Aktion. Und wie gut ist der heute drauf, Wolf. Das ist sensationell. Ein Tor nach dem anderen. Das Spiel wird er so schnell nicht vergessen. Da kommt die Wiederholung nochmal. Wir sehen den Ballverlust. Das ist eine Unaufmerksamkeit. Der Ball ist weg. Die Gefahr ist da. Das Tor ist da. Haben Sie sich selbst zuzuschreiben. Goal. 3-1 heißt es also jetzt. Son. Souverän, wie sie das hier machen. Nächstes Tor, drin der Ball. Die Führung damit, 3 Tore.
Wir schauen noch mal auf dieses Tor und wir sehen, das ist ein exzellenter Alleingang. Setzt sich durch, zieht zum Tor und der Abschluss ist auch richtig gut. Und wir haben einen neuen Spielstand, 4:1. Vielleicht sollten sie ihn runternehmen. Die Verletzung macht ihm wohl doch zu schaffen. Da trennt er ihn vom Ball. Da kann er sich den Ball holen. Ah, da wäre jetzt Platz. Nein, kein Tor. Das war eine Riesenchance. Da hatten sie ja eigentlich alle schon den Torschrei auf den Lippen. So, jetzt die kurze Variante. Und noch ein Eckstoß. Ah, da sind die Fans sauer. Aus ihrer Sicht musste es da Elfmeter geben. Der kurze Eckball. Es gibt einen weiteren Eckstoß. Schauen wir noch mal drauf. Hier ist der Treffer. Ecke kommt kurz. Macht er ihn! Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Der Gegner war dran, noch ein Eckball. Ecke kommt. Da geht er vorbei. Schön gehalten, aber Ball weiter im Spiel. Erstmal Gefahr bereinigt. Den Capier. So fangen sie den Angriff früh ab. Sehr gut. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Da verlieren sie den Ball, da wäre mehr drin gewesen. Jungminson. Fahne ist oben, abseits. Jetzt kommt hier der Wechsel. Da verliert er den Ball. Jetzt müssen Sie aufpassen. Oh, da ist er durch. So, und das nächste Tor, und es wird immer deutlicher. Vorsprung ist klar, 4 Tore, die lassen hier nichts mehr anbrennen. Ja, wir sehen es in der Wiederholung. Da ist ein teurer Ballverlust. So kommt die Chance überhaupt erst zustande und so fällt dann auch das Tor. Der Trainer wird sauer sein. Jetzt also der Spielstand. Gut gemacht. Mit dieser Grätsche holt er sich den Ball. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Lee Jae-sung. Schön diesen Pass abgefangen. Da sind Mitspieler frei. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Wir sehen das frühe Pressing. Auf Außen ist Platz.
Aber dann wird doch nichts aus dieser Situation. Gefahr bereinigt. Gefährlich jetzt. Ja, ganz energisch. Ball ist weg. Gefahr erstmal bereinigt. Stark gearbeitet. Ballverlust jetzt erstmal. Zehn Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Den Zweikampf führt er sehr gut. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Machen Sie gut, Ball erstmal weg. Jungmin Son. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Das ist gut. Sie unterstützen den ballführenden Spieler. Das macht er sehr gut. Jetzt ist Platz für den Konter. Tja, Ball wieder weg. Da müssen Sie einfach konsequenter sein bei so einer Konterchance. Ja, kein gutes Timing bei diesem Lauf. Abseits. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Ja, jede Menge Druck jetzt. Und er gewinnt den Zweikampf. Die Fans ahnen, das ist vielleicht die Chance. Sie lassen nicht nach, auch nicht bei diesem Spielstand. Gewonnen haben sie hier eh schon lange. Jetzt der nächste Treffer. Da geht er natürlich klasse an ihm vorbei, lässt ihn einfach stehen und macht das Tor. Eine super Aktion. Besser geht's nicht. Schlusspfiff. Dieses Spiel endet also mit einer Niederlage für die Gäste. Einseitiges Spiel, einseitiges Ergebnis. Ich glaube, sie sind auch so ein wenig froh, dass das hier endlich vorbei ist. Jungmin Son war heute sehr aktiv. Wie hast du seine Leistung gesehen, Buschi? Ich glaube, die Tore sprechen für sich. Die Abwehr hat ab sofort Albträume. Das war ein unglaublich starkes Spiel. Das war überragend. Das könnte die Gelegenheit geben. Wichtiges Tor, er macht die frühe Führung. Da ist die Chance. Son. Schussversuch. Gut gemacht bei diesem Block.